Also, moin, moin. Und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Mein Name ist immer noch Enrico. So, was macht man an diesem Black Friday? Natürlich einkaufen. Mit den ganzen Prozenten, Rabatten etc. 20, 30% auf alles außer Tiernahrung und so weiter. Wenn man das sieht und da geht schon der Timer und nur noch 15 Stück oder nur noch 5 Stück und nur noch 20 Minuten Zeit. Es ist wurscht. Ja, da kann man natürlich ganz schnell den Überblick verlieren und ich möchte euch mal einfach mal 5 Tipps an die Hand geben. Nummer 1 ist nämlich, bleibt entspannt. Bleibt ruhig, alles easy. Ja. Werd nicht panisch, das ist ganz wichtig, weil nicht, dass ihr dann irgendwo gleich das erste Beste nimmt und später mitkriegt, ach Mist, hätte ich doch, und na, da ist ja doch preiswerter. Kommen wir gleich zu Punkt Nummer 2. Keine Reflexkäufe, keine, bleibt auch entspannt. Guckt erstmal, ist es dann überhaupt das günstigste Angebot? Gibt es vielleicht irgendwo noch andere günstigere Sachen? Ne? Genauso ist auch ganz genau wichtig, worum geht es denn im Angebot? Das genau durchzulesen, nicht einfach überschlagen und ach ja, PS5 und ja, passt schon und ja, ist ein bisschen teurer, aber wie auch immer. Gab es jetzt die letzten Tage diese Berichte über die PS5-Kartons, die so schweineteuer waren. Also da bitte dann auch entspannt bleiben, die Artikelbeschreibung durchlesen. Genauso ist es natürlich auch mit dem Preis an sich und dann später mit dem Versand. Ja. Teilweise gibt es jetzt zum Beispiel Sachen, da habe ich mal ein Multitool getestet. Da ist das Multitool bei 1 Cent. Ja, und die Versandkosten sind bei 11,99 zum Beispiel. Ja, dann kostet es ja nicht 1 Cent, sondern im Endeffekt ja 12 Euro. Und zum Thema Versand ist noch zu sagen, achtet auch bitte drauf, diesen Rückversand. Bezahlt das der Händler oder müsst ihr das bezahlen? Das ist auch ganz wichtig, das habe ich auch persönlich mitgekriegt. Auch war ich bei der Post gewesen und die hat auch gesagt, dass es in letzter Zeit bei der Filiale auch unter anderem ein großes Thema, dass die Leute dann sich fragen, ja, warum muss ich jetzt den Rückversand bezahlen? Ja, ja, darauf bitte achten. Ne? Bleibt relaxed. Macht keine Reflexkäufe. Dann natürlich auch Punkt 3. Brauche ich das eigentlich? Brauche ich das, was ich mir jetzt kaufen möchte? Brauche ich das, was ich jetzt im Einkaufswagen habe, im Warenkorb? Denkt nochmal drüber nach, bevor ihr auf Kaufen drückt. Brauche ich das? Macht das Sinn? Oder habe ich es mir bloß gekauft, weil es jetzt sowas von wahnsinnig günstig ist? 80% weniger, jetzt kostet es nicht mehr 10 Euro, sondern nur noch 2 Euro. Ja, darauf auch bitte wirklich drauf achten. Mir ist das auch schon passiert, dann kommt man nach Hause und dann sagt man, ja, toll. Und jetzt? Ja, brauche ich gar nicht. Ja, macht gar keinen Sinn. Ne? Punkt 4, vergleichen Preise, Versand, Rückversand etc. Rückversand, Garantie vor allem, Punkt 5, auch ganz wichtig. Jetzt zum Beispiel gebrauchte Spiele vom Privat, immer sehr günstig, sehr gut, aber ihr habt halt keine Garantie. Ne? Tja, wenn euch noch ein paar andere Ideen einfallen, ein paar andere Sachen, die ich zum Beispiel jetzt nicht gesagt habe, wenn ihr auch nochmal Tipps und Tricks habt, ja klar, schreibt es rein, das würde mich sehr interessieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis demnächst.